Und ein herzlich willkommen mit mir, Herr Stefan, bei einer weiteren Folge von The Evil Riven. Oh, ein volles Leben haben wir schon mal. Oh, was haben wir dort denn drin? Pistolenmunition. Irgendwie eine Rotze und Brotmehl. Nee, Rauchpulver. Hm. Sehr gut. Hier haben wir das nächste Ziel. Also war es doch eine gute Idee. Also meine Freunde, bleibt bitte dran. In dieser Folge wird es wirklich spannend sein. Um nicht zu verpassen, verdammt, kommentieren und liken und abonnieren. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Dankeschön. Nimm sein Feuer an! Was ist das für ein Monster? Jetzt aber mal ehrlich. Ich hab mega Bock, den einfach wegzuballern. Okay! Wir brauchen einen Snack. Oh! Okay, was muss ich jetzt machen? Würdest du mir den Gefallen? Ja, würde er. Nein, würde er doch nicht. Also wird hier nicht den Rest hier wegrotzen. Alter, das Spiel leckt. Das liegt bestimmt daran, weil ich hier im Hintergrund das Spiel gerade renne. Ich meine, das Video renne. Aber das habe ich die letzten Male auch gemacht. Das Vieh darf mich nicht sehen. Sonst wird es mich fisten. Und das nicht auf einer freundlichen Basis. Das ist das nächste Vieh, was mich fisten will. Oh! Oh! Ach, am Arsch, Alter. Geht mir ein bisschen zu bunt hier. Ich zerballer gerade meine Munition und das muss es echt nicht sein. So, wir müssen jetzt rechts lang. Alter, ist es einfach so lang und viel zu viel. Alter, es leckt so hart. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Alter, es leckt so hart.
Ich hoffe nicht in meiner Aufnahme. Hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen da nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Also, meine Liebe, Sind Sie bereit, Sebastian? Nein! Nicht. Okay, aber warten Sie nicht zu lang. Ich würde ganz gerne noch ein paar Munitionen. Eigentlich bin ich bereit, aber so ein paar Munitionskisten könnte ich doch mal mitballern, oder nicht? Also, sehe ich so. Okay, hier liegt nichts mehr. Ja gut, ich bin jetzt bereit. Sebastian? Yep. Alles klar, Hoffmann. Mehr als normal. Tun wir es. Okay. Nach Ihnen. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Das sagst du so leid. Wird schon schief gehen. Ja. Ich hoffe, mein Video ist bald auch vorbei mit Rendern. Das funktioniert! Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel! Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen! Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Einer kommt durch. Ich hab ihn. Also, wir nehmen erstmal Schrotmuni. Schneller, schneller, schneller! Kuppel schließt. Noch einer. Passen Sie auf, Hoffmann. Dafür sind Sie zuständig. Na toll. Die sind überall. Ah, Shino! Mami! Hoffmann! Ah! 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 Huh! Ich muss da ran, meine Freunde! Junge, Junge, Junge. Alles cool, alles cool. Sweetie. Wie weit noch? Wirkt viel länger, wenn man drin ist. Er will uns fernhalten. Gut. Das heißt, er hat Angst. Oh, da ist jemand verbrannt. Wie die da gammelt, ey. Alter, es leckt so hart. Es macht echt keinen Spaß. Nicht stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Arbeitet dran. Nicht mehr Deckung. Hoffmann, du wirst heute nicht sterben. Er läuft wieder, los weiter. Gut, sehr schön. Knapp. Ich dachte doch, er zickt rum.
Los, hopp mal ein bisschen schneller. Hopp, 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 hopp. Wir sind Soldaten hier. Was ist da drin? Ein bisschen Schrotmuni? Wäre schon cool. Na. Eine Rotze haben wir. Dauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Was hast du denn jetzt Lilly angetan? Dass sie wegen mir im Stamm sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Also das Video ist jetzt fertig, also leckt es jetzt nicht mehr so krass bei mir. Keine Munition. Okay, okay, okay. Wir sind gleich schon fast da. Ich glaube, ich nehme jetzt am besten meine Pistole, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich brauche noch ein bisschen, wie es aussieht. Und ich glaube, um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren.